Jung, stabil und hochmotiviert. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter von Niedersachsen TV waren auch im Jahr 2023 in weiten Teilen Niedersachsens unterwegs, um Dutzende Veranstaltungen und Ereignisse für unsere Zuschauer zu dokumentieren. Dabei scheuten die niedersächsischen Kollegen weder Kosten noch Mühen und produzierten mehr als 40 Reportagen sowie Einzelbeiträge. Nicht selten begaben sie sich in Gefahr, um der wachsenden Anzahl von Abonnenten spektakuläre Videoaufnahmen zu präsentieren. Niedersachsen TV war vor Ort und hat das Jahr für unsere Zuschauer reproduziert. Die Berichterstattung von Niedersachsen TV begann im Jahr 2023 mit einem Besuch auf der großen Classic Motor Show in Bremen. Dort präsentierten hunderte Aussteller 3 Tage lang ihre eisernen Zeitzeugen. Nach einem Videodreh im 850 Jahre alten Museum Kloster Zeven begaben sich die Reporter zum Bauernfrühschoppen am geografischen Mittelpunkt des norddeutschen Bundeslandes Niedersachsen, wo die Bürger von Hoyerhagen jedes Frühjahr die niedersächsische Landesfahne hissen. Im Anschluss einer Präventionsveranstaltung der Polizeiinspektion Diepholz dokumentierten unsere Kollegen die norddeutsche Motocross-Meisterschaft der Motorsportgemeinschaft im Sulinger Land. Auch dort scheuten die Reporter weder Mühen noch Gefahr, um das Rennen für unsere Zuschauer zu dokumentieren. Nach dem berühmten Maikäfertreffen in Hannover-Laatzen führte unser Weg zur großen ADAC Actronics Rallye, wo zahlreiche Rennfahrer aus ganz Deutschland um die Meisterschaft kämpften. Zu den besonderen Ereignissen des Jahres 2023 zählte auch die 72-Stunden-Aktion der Dorfjugend Hülsen sowie die 150-Jahre-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Stehdorf und das 175. Jubiläum des Schützenvereins Bassum, wo zahlreiche Schützen miteinander feierten. Ein ganz besonderer Höhepunkt des Jahres 2023 war sicherlich die Reportage vom Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Niedersachsen im Theater auf dem Hornwerk in Nienburg, bei dem unter anderem der Präsident der Polizeiakademie Niedersachsen vor Ort gewesen ist. Nach einer fürstlichen Landpartie auf Schloss Bückeburg fuhren die Kollegen zum Engländertreffen bei der historischen Oldtimer-Tankstelle Brandshof in Hamburg. Dort trafen sich zahlreiche Oldtimer-Freunde mit ihren englischen Fahrzeugen. Als wären die Dreharbeiten beim Niedersachsen Cup und der ADAC Actronics Rallye noch nicht gefährlich genug gewesen, wagte sich unser Chefredakteur persönlich mit dem Ruderverein Hoyer in die strömenden Fluten der Weser und ermöglichte den Zuschauern einen besonderen Einblick in den niedersächsischen Rudersport. Ein besonders einzigartiger Höhepunkt des Jahres 2023 war sicherlich die 400-Jahre-Feier der Bürgervereine der historischen Stadt Hoya, die in der historischen Martinskirche begann
und mit einem großen Festtag endete. Nach dem Zweitakttreffen der Mofa-Helden und dem 5. Dampfmaschinenfest in Eistrup ging es weiter zum 6. mittelalterlichen Bovelmarkt an der historischen Freudenburg zu Bassum, wo es zu einem großen Schildkampf um die Brücke des Burggeländes kam. Wir machen einen schönen Angriff. Nehmt Geschwindigkeit auf und rammt sie nieder. Jawohl. 1, 2, 3, Angriff! Schieb! Ein Flügel! Neue Formation. Formation bilden! Hallo! Als wäre die Gefahr unser ständiger Begleiter, besuchten die mutigen Reporter von Niedersachsen TV das 17. Mofa-Rennen beim Niedersachsenring in Schwarme, wo Dutzende Fahrer 3 Stunden lang über die Rennstrecke jagten. Ein weiterer Höhepunkt war eindeutig das fantastische Rollenspiel Conquest of Mythodea im niedersächsischen Brokelow, wo tausende Spieler um die Vorherrschaft auf dem fiktiven Kontinent Mithras Pera kämpften. Auch hier war Niedersachsen TV wieder vor Ort und hat die Veranstaltung für unsere Zuschauer dokumentiert. Ich bin die Lani aus dem Familienlager und ich lagere mit den Sol Invictus, werde von meinem Kommandanten Theo und dem ersten Stern Verodask angeführt in die Schlacht für Mithras Pera, für unser Land. Wir kämpfen hier gegen den Untod, gegen die schwarze Dynastie und verteidigen hier unser Land. Unverwiege! Ihr kriegt mich nicht! Kriegt sie ins Lager! Spätsommer führte unser Weg schließlich zur ersten ADAC Heideblüten-Classic-Ausfahrt durch die wunderschöne Lüneburger Heide, welche vom AC Buchholzer Heidering organisiert wurde. Nach einem traditionellen Erntefest im niedersächsischen Wechold fanden sich unsere Reporter auf dem mittelalterlichen Katharinenmarkt in der historischen Grafenstadt Hoya wieder, wo eine gewaltige Inszenierung der historischen Grafschaft durchgeführt wurde. Nach einem wunderschönen Grafensonntag in der niedersächsischen Stadt Diepholz ging es mit dem Verein für Motorsport in Niedersachsen zurück auf die Straße zu einer Ausfahrt durch den Landkreis Nienburg-Weser. Ebenfalls im Landkreis Nienburg fand im Jahr 2023 das 8. Oldtimer-Maisdreschen der Oldtimer-Freunde Südkreis Nienburg statt, wo unsere Reporter mit großer Gastfreundlichkeit empfangen wurden und die Oldtimer-Freunde ihre historischen Landmaschinen präsentierten.
Direkt im Anschluss ging es weiter zum 5. Mofa-Rennen in Badenstedt. Auch dort scheuten unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter weder Mühen noch Gefahr, um das spektakuläre Winterrennen für unsere Zuschauer zu dokumentieren. Nach der karpaikschen Weihnacht in Winsenluhe endete das Jahr 2023 beim Bauernprotest in der niedersächsischen Gemeinde Hilgermissen, wo zahlreiche Landwirte sich für den Erhalt der deutschen Landwirtschaft einsetzten. Das war unser Jahresrückblick 2023. In den ersten 2 Jahren produzierte die Redaktion von Niedersachsen TV mehr als 100 Reportagen und Einzelbeiträge zur Gesellschaft, Geschichte und Kultur des norddeutschen Bundeslandes Niedersachsen. Damit wir auch im neuen Jahr unsere überwiegend gemeinnützige Berichterstattung fortsetzen können, benötigen wir die Unterstützung der Zuschauer von Niedersachsen TV. Alle nötigen Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Adresse. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.